die internationalen Begegnungen. Gibt es dazu Fragen? Keine Fragen. Kabinett, dazu Fragen. Spitzengespräch der Wirtschaft, dazu Fragen. Keine Fragen dazu. Dann fangen wir mit allen anderen Themen an. Wer möchte anfangen? Frau Buschow, Herr Beißler, dann. Frau Buschow beginnt, bitte. Eine Frage an Frau Petermann. Es gibt einen Bericht, wonach das Bundesinnenministerium darauf hingewirkt hat, dass Philipp Bruch vom Zentrum für politische Schönheit vom Kongress der Bundeszentrale für politische Bildung wieder ausgeladen wurde. Die Rede ist da von einem Auftrittsverbot. Können Sie bestätigen, dass das Innenministerium das verursacht hat? Und wenn ja, was ist die Begründung dafür? Ja, Sie wissen, die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Behörde im Geschäftsbereich des BMI. Und von daher gibt es natürlich enge Verflechtungen über die Fach- und Dienstaufsicht. Aber zum Vorgang selbst. Sie erinnern sich, im Sommer hatten wir schon mal darüber gesprochen, über die Aktion dieses Zentrums für politische Schönheit, ganz konkret Soko Chemnitz. Die hatte bei einer dieser Aktionen unter dem Schutz der Kunstfreiheit zu Denunziationen und zu Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeitsrecht aufgerufen. Und derartige Öffentlichkeitsfahndungen, so hatte ich es auch damals gesagt, obliegen den Ermittlungsbehörden und sind an hohe rechtliche Hürden gebunden. Einladungen des Leiters, eine solche könnte missverstanden werden, nämlich als staatlich finanzierte Legitimierung einer solchen Aktion. Und deshalb haben wir in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung diese Einladung nicht unterstützt. Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jung möchte dazu fragen. Frau Petermann, musste die Bundeszentrale dem Folge leisten? Oder hätte die Bundeszentrale auch sagen können, wir halten an dem Mann fest? Ich möchte das hier rechtlich gar nicht bewerten. Das ist allgemeine Gepflogenheit zwischen den Geschäftsbereichsbehörden und dem Ministerium, dass im Rahmen der Fach- und Dienstaufsicht man sich einigt über bestimmte Vorhaben. Und Herr Ruch sagt, dass gar kein Verfahren gegen ihn läuft. Von welchem reden Sie? Ja. Verfahren? Ja. Wegen der Aktion. Ich rede von keinem Verfahren. Ich hatte damals im Sommer, Sie erinnern sich vielleicht, gab es schon Maßnahmen der sächsischen Polizei auf Grundlage erstens des Gefahrenabwehrrechts und zum Zweiten gab es zahlreiche Strafanzeigen gegen die Aktion und im Übrigen auch wurde geprüft ein Verstoß gegen das Kunsturheberrechtsgesetz. Frau Buschow. Nun lautet ja der Vorwurf, das BMI würde Zensur über Veranstaltungen über die Bundeszentrale ausüben. Vielleicht können Sie dazu was noch entgegnen. Und die zweite Frage, wie oft ist es denn in der Vergangenheit vorgekommen, dass das Innenministerium quasi als Oberbehörde sich das Programm genau angeguckt hat und nochmal die Einladung durchgegangen ist und Leute wieder ausgeladen wurden? Und ich hatte es schon gesagt, zum letzten Punkt, es ist allgemein üblich, allgemeines Verwaltungshandeln, dass große, wichtige Veranstaltungen mit dem Ministerium, mit dem Fachaufsichtsreferat oder der Abteilung abgestimmt werden, sowohl was die Themen angeht, wie auch was die Redner angeht. Das ist allgemein übliches Handeln. Und zum Vorwurf der Zensur, davon sind wir ja ganz weit entfernt. Das muss ich wirklich heftigst widersprechen, denn es steht der Herrn Ruch frei, sich zu äußern. Punkt. Herr Jung. Gibt es vielleicht eine Bewertung von Herrn Seehofer, also dem Minister, zu dieser Aktion in Sachsen letztes Jahr? War das für ihn Kunst? Ich habe keine Bewertung des Ministers dazu. Ich habe im Sommer, das können Sie nachlesen, dazu die Bewertung herangezogen, die ich heute auch in kürzerer Form wiederholt habe. Zu diesem Thema, dann wechseln wir die Themen und Herr Balser ist dran. Und dann Herr Kreuzmann.